Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Runes of Magic. Und wir sind bei Cornelius und wollen natürlich jetzt nach diesen ganzen Ereignissen mit den ganzen Goblins und den Ents und den Göttern und hier so aus den letzten paar Latten erstmal Revue passieren lassen und einen gemütlichen Text lesen. Unglaublich! Endlich etwas Ruhe und Frieden. Tiere dürften schon bald zurückkehren. Im Namen meines ganzen Volkes möchte ich euch unsere Dankbarkeit aussprechen. Vielen Dank für eure Hilfen. So, wir können uns aussuchen, was wir nehmen. Das ist beides nicht so besonders. So, Lärmverdichter. Mhm. Silence, I kill you. Oder so ähnlich. Okay, wir reiten wieder nach Silberfall. Einfach mal so. Reiten richtig, ja. Wir müssen... Irgendwas war dann noch. Ach ja, genau. Wir müssen noch Beeren hauen. Mhm. Also keine Beeren, sondern Bären. So müssen wir noch ein paar hauen. 20 Stück Puppen abgeben. Ja, machen wir das zuerst mit dem Abgeben. Gucken, vielleicht hat es noch irgendeine dreckige Aufgabe für uns. Wegen einmal Zähne putzen oder so. Ja, ja. Quatsch nicht, weil du Schwein. So. So. Wir müssen gar nicht zur Endung, wir müssen zum Bürgermeister. Also wir. Achso, Schachtel. Seltsame Einheit. Habt ihr irgendwelche Hinweise gefunden? Ich bezweifle, dass meine Theorien in dieser Angelegenheit falsch sind. Alle Wachen tragen diese Halskette? Es ist nur eine Vermutung, aber ich wette, dass diese Halskette das Werk von Krim Hammerzahn sind. Auf diese Weise lenkt er sicherlich die Goblins. Wir sehen zwar in keiner Weise besonders aus, aber ich kann ihnen nichts Ungewöhnliches feststellen. Wie auch immer. Bitte bringt diese Halskette zum Schamanen Enno, jetzt müssen wir hin, in Silberfall. Er ist ein Priester von Kilana. Er müsste den wahren Zweck dieses Schmuckes erkennen können. Der Schamane lebt in einer kleinen Hütte südöstliches Dorfes, ja, wir kennen ihn schon. So. Enno. Bei der Macht von Grace, die Geheimnisse der Halskette. Ein Besucher aus der Fremde. Ihr scheint ein großer Abenteurer zu sein. Ich nehme an, ihr seid in Bedrängnis und benötigt meine Hilfe. Habe ich recht? Nein. Hm, lass mich sehen. An diesen Zeichen auf der Oberfläche der Halskette lässt sich erkennen, dass irgendeine Art von Geiststeuerungszauberei darauf gewirkt wurde. Ich erinnere mich, dass ein besonderes Mineral namens Kristall der Versuchung gibt. Wenn ihr ein bestimmtes altes Ritual durchführt, kann der Besitzer des Kristallbesitzers vom Geist desjenigen ergreifen, der diese Halskette trägt. Die Goblins in der Krawallmine folgen Krim, also muss er den Kristall der Versuchung besitzen. Ihr müsst euch beeilen, vernichtet Krim, da kommen wir noch gerade her. Und beschafft den Kristall der Versuchung, den er verwendet. Ansonsten wird das Reich Hammerzahn zu seiner immensen Bedrohung fürs Aslantal. Ja. Ja. Also. Nun ja. Ja, was irgendwie. Jetzt reiten wir schon wieder hin. Warte mal. So. Was soll der Geiz? Für 7 Tage haben wir jetzt eine höhere Reitgeschwindigkeit. Kleine Reitgeschwindigkeit sank, erhöht die Geschwindigkeit um 10%. Warum denn nicht? 10% könnten schon mehr sein als weniger. Das ist aber schon 65%. Ist schon nett.
Hätte mich mal eher machen sollen, dann hätten wir vielleicht jetzt schon. Wir wären schon von einem Baum oder so. Ach ja. So, Goblendorf, wir kommen. Einmal kurz den Krim umhauen. Dann war's das auch schon wieder. Aber dann werde ich den Rückholstein nutzen, um die Zeit abzukürzen. Oder so. Ach, Tester wollte auch noch irgendwas. Wollte der Tester. Wie heißt die Quest? Grüner Trank. Na komm. Schafft einen grünen Trank von einem Hammerzahn Weisen. Sollen wir die Weisen doch hauen? Wachen. Nein, 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 nein. Bin ich immer noch tot? Hast du wahrscheinlich daneben gelegt, oder so. So, sehr schön. Müsste ja hier gewesen sein, oder? Ja, jetzt nicht. Der ist noch nicht wieder da. Naja, komm. Na los. Was ist das toten Leichen hier? Da ist der grüne Trank. Gildenruhen. Lass mal alles mitnehmen, was hier herumliegt. Ja, jetzt haben wir ein Problem, Leute. Denn wir haben hier eben gelegt, aber der ist nicht da. Wer weiß, wie lange der Respawn hat. Bäh. Wir sind gerade mal bis 8 Minuten mit der Folge. Dann machen wir was anderes. Dann geben wir die Quest ab und gehen nochmal hierher. Vielleicht ist in der Zeit dann der blöde Boss wieder da. War das überhaupt der Bossraum? Ich glaube zumindest. Naja. Wir geben auf jeden Fall den grünen Trank ab, mal gucken, was er uns erzählt. Vielleicht müssen wir nochmal hier rein und können wir das gleich auf einer Schippe erledigen. Naja, kommt Jungs. Ich habe keine Lust auf euch. So. Irgendwo hier vorne. Da. Nicht. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Ja, ja, Mädels. Ist doch alles in Ordnung. Eines Tages werde ich auch mal sterben. So, Tester. Es liegt also an diesem Trank. Er verströmt einen kaum vernehmbaren, aber seltsamen Geruch. Da Alchemie nicht mein Fachgebiet ist, werde ich die Flasche mit dem Trank dem Auge der Weisheit überbringen, damit die Experten dort herausfinden können, welche die wahre Zutat und Auswirkungen sind. Vielen Dank für eure Hilfe in dieser Angelegenheit. So. Wir können ja mal kurz schauen, was wir noch so haben. Na ne, das Teil der Versuchung müssen wir noch holen.
Naja. Guck mal, ob der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ob er noch irgendwas hat. Ist gleich hier vorne. Nee. Naja. Ich glaube, der hat alle halbe Stunde oder so. Ja, haben wir eine A-Karte gezogen, aber eine richtige, deftige. Ich stehe immer noch. So. Also Ziel war es ja in der Folge eigentlich 31 zu erlangen. Ich glaube, das kann ich knicken. Na komm. Er ist da, sauber. Auf die Fresse! Jawohl! Wo ist das Schwein? Zieh mal nicht. Wo ist es hin? Keine Ahnung. So. Gib mir erst, was wir brauchen. Ja, zack, zack, zack. Der Kristall. Erstes gefangenes Kaviar. Ein goldenes magisches Kaviar. Ja. So. Sehr schön. Wir nehmen auch den letzten mal mit. Sobald ihr wirklich Vorsicht an euch genommen habt, könnt ihr das magische Kaviar wieder freilassen. So, gucken wir uns an. Hier ist es. Hat Ausdauer, Geschicklichkeit, Intelligenz und Weisheit. Stufe 20. Dämonen-Dornenranke gefällt mir jetzt nicht unbedingt so sehr. Von der Art und Weise des Tieres ist so ein, keine Ahnung, irgendwas Niedlicheres wäre schon witzig. Was? Was ist das andere? Nein, 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 nein. Wir wollten den hier setzen. So. Haben wir auch ein wildes Begleiterei. Ach komm. Kein Bock mehr zu kämpfen. Ist das nicht so berauschend? Ich habe hier übrigens raus, so? Ja. Alles klar. Aber das ist auch erledigt, das wissen wir. Wieder nach Silberfall. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Ich habe eigentlich gesagt, relativ am Anfang der Folge, dass ich den Transport nutze. Nö. Ich mache doch so den Weg. Denn, ich sag mal 15 Minuten,
Ach so, ups. Ich habe E25 gelesen. Naja, die paar Sekunden können wir auch machen. Ansonsten spult er einfach, oder was weiß ich, 40, 50 Sekunden vor. Oder ihr guckt weiter. Die Grenze, wie ihr wollt. Ja, aber ich glaube, das war jetzt auch das Letzte, was wir da unten machen mussten. Wir können uns jetzt ganz auf die Aufgaben im unteren Bereich hier kümmern. Hier, um diesen Bereich. Glaube ich zumindest. Es gibt zwei Instanzen, also. Es gibt zwei Instanzen, wo wir hier reinkommen können. Einmal Jadertal und einmal Gräberstadt der Spiegel. Ich werde mich natürlich erstmal solo dran versuchen, ist ja klar. Aber ich habe mir da schon Hilfe organisiert, falls das nämlich nicht klappt. Enno. So, komm mal her, Enno. Kristall der Versuchung. Gut gemacht. Ich werde diesen Kristall der Versuchung in die heißen Quellen der Mitte des Sees der ewigen Schweigen werfen. Das heilige Quellwasser wird die besitzergreifende Macht auflösen, die auf ihr Kristall gewirkt wurde. Keine Sorge, eure Weisheit und euer Mut haben diese Bedrohung für das Aslantal vernichtet und den Einwohnern des Tal des Friedens zurückgebracht. Im Namen des ganzen Kelana-Stammes möchte ich euch für unsere Dankbarkeit aussprechen. Dieser Goldring ist ein Zeichen unserer Anerkennung. Bitte nehmt ihn an. Oh, der ist nicht schlecht. Und wieder einmal Zerstörer des Reiches. Titel erhalten: Zerstörer des Reichs Hammerzahns. So. Ah. So, das heißt, wir können nur gucken, was macht Ring. Ring ist besser als den wir jetzt haben. Wir tauschen ihn mit dem grünen Talring aus. Ups. Das war der hier, ne? Ja. Sehr schön. Das bedeutet, wir haben 18 Minuten. Komm, wir hauen noch schnell die Beeren, die 20 Stück. Das geht ja auch relativ easy. Da sind sie. Schafkrallen. Da. Nur die Zottelbeeren. Auch vorbeigehauen. Gibt's ja noch nicht. Und auch da nehmen wir die Tagesquest-Gegenstände natürlich mit. Und ich kann mich noch erinnern, hier war früher irgend so ein. Oh, wie hieß der? Der ging mir so gewaltig auf den Keks. Der ist hier rumgelaufen, der hat mich immer gekillt. Da muss man aufpassen, ich weiß nicht, wie stark der ist. Falls es den überhaupt noch gibt. Oder was? Oder was ein Wolf? Das war ein Bär. Doch. Oder? Ach, wir nehmen auf die Ends mit. Scheiß drauf. Wenn sie schon mal im Weg stehen. Da ist er. Okay. Was ist das für eine Witzfälle? Borofa, haben sie leichter gemacht oder so? Ich habe eine schwere Erinnerung. Okay. Warte, hab ich zu trinken hier? Ich muss unbedingt gleich nach der Runde hier eine Pause machen und was trinken wollen. Zottel, wir brauchen Zottel. Wo wenden wir die Zottelbeeren hier? Aber schon mal hier sind, ich habe noch eine Quest annehmen und so weiter. Wollen wir das machen? Ja, ne? Also hier was zu Aiden.
Oh, also, ihr habt uns neulich dabei geholfen, diesen Dämonen zu besiegen. Wir sind euch aufrichtig dankbar für eure Hilfe. Wir sind fast vor Erschöpfung gestorben, als sie diesen Ort verteidigt haben. Aus seinen Dämonen. Okay. Oh, eine dämonische Situation. Vielleicht weiter. Stimmt, das habe ich irgendwann mal gehauen. Das war irgendwo da hinten. Naja, gut. Alles klar. Was hat man denn für ein Messerchen bekommen? Ist auch immer nicht verkehrt. Naja. So, Barrett. Ich habe lange Zeit im Wald nach Beute gesucht. Bis ich auf einen Reh gestoßen bin. Ich wollte mich gerade heranpirschen und habe nicht darauf geachtet, dass was hinter meinem Rücken vor sich geht. Dann hörte ich etwas hinter mir. Als ich mich umdrehte, stürzte ein riesiger Bär auf mich zu. Bofa. Also rannte ich, was das Zeug hielt. Sobald schließlich konnte ich den Bären abschütteln und floh aus dem Wald. Später habe ich bemerkt, dass das Amulett, das ich seit meiner Kindheit trage, verschwunden war. Ich muss es verloren haben, um mich um ein, weil ich um Leben gerannt bin. Bester ist die Mutter der Gielana-Stammes. Und wenn ich das Amulett trage, schützt es mich. Sind sie für uns Jäger sehr wichtig, da wir oft gegen wilde Bestien kämpfen. Der Bär hat mich gejagt. Der mich gejagt hat, wird Borofa erinnern. Er ist einer der wildesten Kreaturen in Neu... habe ich gerade mit 3 Schlägen umgehauen. Hey, Luke. Luke Skywalker. Die Bären im Neumondwald sind sehr wild. Seid in ihrer Nähe besser vorsichtig. Wenn ihr keine Angst vor ihnen habt, schlage ich euch ein Geschäft vor. Bringt mir 12 Schafkrallen Bärenpranken. Was den Zweck dieser Bärenpranken angeht, wäre es besser, wenn ihr nicht so neugierig wärt. Bringt mir die Bärenpranken, dann werde ich es euch sagen. Ja. Okay, haben wir noch Pendock. Seid ihr ein Abenteurer? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Seht euch den Wald hier an. Er war einmal ein so hervorragendes Jagdrevier. Aber seit diese Ents aufgetaucht sind, ist auch eine Menge Zaubererkraut diese Tiere eingedrungen. Jetzt haben wir die Goblins auf dem Bluthundberg im Nordosten und Zaubererkraut und Ents im Neumondwald im Süden. Dieses Gebiet, in dem wir jagen können, werden immer weniger und unsere Beute wird dadurch natürlich immer geringer. Wir können nicht so weitermachen. Wir müssen etwas dagegen tun, solange wir noch können. Daher versuche ich jemanden zu finden, der mit mir zusammen dieses Kraut vernichtet. Wenn ihr einige Dämonendornenrank im Norden des Neumondwaldes und ein paar blutdürstige Dämonenranken in der Nähe des Lagers von Neumondwald vernichtet, werde ich euch dafür belohnen. Ja, ja, mach mal. Vorkasse? Nicht? Nein. So. Nee. Okay, da haben wir wieder ein paar Viecher. Okay. Da müssen wir auch die Schafkrallen werden auch noch hauen. Naja, okay. Mein Vorhaben, dass ich in dieser Folge noch 31 werde, klappt nicht. Schade, schade, Schokolade. Hallo? Kommen Sie, kommen Sie. Ich möchte, dass Sie genascht haben. Okay, 5 davon. Jawohl. Das könnte vielleicht sogar noch klappen. Was sind denn noch 3000 paar zerquetschte? Komm hierher. Groß. Ein natürliches Begleiterei. Ja, so werden wir die aber nicht voll kriegen.
Komm, lauf. Na los. Hey, du sollst da rein. Ein wildes Begleiterei. Sehr schön. Naja. Wird auf jeden Fall echt schwer noch. 3000. Ich möchte auf jeden Fall die. Wir machen das so. Der Part geht so lange, bis wir es voll haben am Ende. Wenn ja mehr Beeren wären. Galopp, 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 galopp. Sind keine Beeren. Da ist ein Bär. So. Tja. Vielleicht haben wir es geschafft. Wir werden jetzt hier keine Ents kloppen, wie viele Beeren haben. Und ich weiß ja, wo die Beeren sind. Auf jeden Fall nicht hier. Und die müssen auch noch hauen. Ach du halt. Nee, machen wir erstmal die Beeren. So. Da haben wir noch einen Bären. Aha. Na, ich bin nicht Level up. Vorne. Ich hätte das Gefühl, ich höre mehr Bären. Ein kleines Bärchi. Gummibären. So. Und nochmal ein. Aha. So, nochmal ein Schafkrallenbären. Drei. Zwei. Ein Zottelbär. Oh ja, hier ist mehr als genug. Komm her hier, du kleiner scharfer Bär. Du heißt doch bestimmt Bärbel. Und ein Zottelbären. Ne, zwei noch. So. Und last but not least eine noch. Komm. So. Einmal. Okay. Und jeden Moment muss es klingen machen. Oh, jetzt ist ja kein Vieh mehr. Nee. So. Nee. Hier wäre übrigens die nächste Inni. So. Dann machen wir das noch, bis es halt fertig ist. Und Level ab.
Das ist auch relativ easy und schnell, weil es so viele hier gibt. So. So. Nee, dich will ich jetzt nicht. Zack. 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 Da musst du mal Level up geben hier. Komm her, durch dich jetzt hier. Mein Bruder ist Skorpion. Hat dich gebracht. Schade. Naja gut, dann gehen wir die Quest aber noch ab. So, und das ist auch erledigt. Sehr, 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 sehr schön. Das heißt, wir können auch die kleinen Heal-Tränke jetzt endlich wegpacken. Ja. Ihr würdet nicht gewirrt, ich wäre ja auch nicht. So, Luke machen wir noch schnell. Komm, auch noch ein paar Erfahrungspunkte abschleifen. Haha, das ist genau der, die Art, die ich brauche. Vielen Dank. Kommt, hier ist die Belohnung, nehmt sie. Danke, dass ihr die Schafkrallen-Bärenpranken für mich beschafft habt. Jetzt sage ich euch, wofür sie dienen. Mir ist vor kurzem ein Rezept für die Zubereitung eines Gerichtes mit Bärenpranken in die Hände gefallen. Ich wollte es ausprobieren und kam daher in dieses Lager. Aber ich konnte diese Bären nicht bezwingen, also musste ich einen Abenteurer wie euch anwerben. Um das Bärenprankengericht vorzubereiten, brauche ich außerdem noch etwas Blütenstoff von Dämonendornenranken und etwas von den der blutdürstigen Dämonenranken. Denen, dem die Bärenpranken geschmort werden. Wenn ihr also Zeit habt, mir noch einmal zu helfen, bringt mir noch mal bitte 12 Portionen Dämonendornenranken Blütenstaub. Natürlich werde ich euch wieder belohnen. Belohnen tue ich euch auch, liebe Freunde, dass ihr so geduldig mitgemacht habt und gewartet habt. Wir haben jetzt 33 Minuten voll. Uiuiuiui. Gut. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja. Ciao.